Hallo ihr Lieben, die Cookie sitzt schon bei mir, denn unsere Nagelschere ist heute angekommen und ich dachte, ich versuche mal mein Glück und schneide der Cookie mal die Nägel. Na Cookie, bist du bereit? Hm? Du hast nämlich lange Nägel, meine liebe Dame hier. Die müssen geschnitten werden. Und die habe ich einfach bei Amazon gekauft. Weil die hatte eine gute Bewertung und war jetzt auch nicht allzu teuer. Und deswegen dachte ich, probieren wir das mal aus. So, das war gar nicht so leicht, wie ich es mir vorgestellt habe. Naja, vorne haben wir es auf jeden Fall schon mal geschnitten. Das ging relativ gut, aber hinten, das wollte sie gar nicht. Ich habe sie jetzt auch nicht großartig gezwungen. Das kann ich wirklich empfehlen. Das war sehr gut. Das ist auch ganz leicht. Hier kommt das dann rein und zack. Ging eigentlich gut. Aber es war jetzt nicht wirklich einfach. Das erste Mal auf jeden Fall nicht. Die beiden waren heute im Garten. Und jetzt ist es wieder gleich soweit. Regen, genau. Und deswegen sind die beiden jetzt drinnen. Ich habe auch Milky ihre Toilette sauber gemacht. Hier ist der ganze Mist. Der kommt jetzt weg. Und die Cookie chillt. Ich muss noch fegen und alles. Cookie hat auch, Milky hat jetzt auch gerade Frischfutter bekommen. Cookie natürlich auch. Das liegt bei ihr im Gehege drin. Weil sie wird gleich auch eingesperrt. Weil ich muss hier alles sauber machen, wie man sieht. Waren die Kaninchen wieder fleißig. Danke ihr beiden. So meine Lieben, nachdem ich hier etwas gefegt habe, was ja ziemlich besser aussieht als davor, ist die Cookie gerade eingesperrt, weil wir wollten jetzt die Nestkontrolle machen. Die Milky ist auch dabei, mal hier, mal da. Aber du wirst wahrscheinlich nichts dagegen haben, oder? Das kennst du doch schon, ne? Guck ich mir mal kurz deine kleinen Babys an. Hier sind die Babys. Das raschelt schon. Und dann schauen wir uns das jetzt einfach mal an. Aber bevor wir uns die Babys angucken, ist jemand anderes auf meinem Schoß. Die liebe Milky. Guck mal, wie sie ganz gechillt auf meinem Schoß sitzt. Sieht doch heute besser aus. Sieht doch besser aus, finde ich. Der kleine Bauch ist auf jeden Fall da. Und wer mag als nächstes zu mir? Du? Anne, du bist das Kleinste. Ja, da sehe ich schon den Unterschied. Du bist das Kleinste. Aber Bauch ist auch da. Und das ist ein kleiner Propper. Du bist ein Propper. Das ist der kleine Proppi. Das ist auch ein kleiner Proppi. Alle gut, alle haben einen richtigen Bauch. Oh, das sieht man hier ganz gut, wie klein der eine ist. Das ist dann einfach, glaube ich, so von der Größe her der kleinste, obwohl der Bauch eigentlich schon da ist. Das ist auch ein Süßer. Das ist auch ein Süßer. Oh, mein Süßer. Und wo ist der Blaumann? Das ist der Blaumann.
Nach langem Überlegen habe ich mich jetzt doch dazu entschlossen, die Babys einmal extra trinken zu lassen, was auch sehr gut gelaufen ist, Gott sei Dank. Also die Mama hat gar kein Problem damit gehabt, die Babys haben getrunken. Ich habe sie dabei ein bisschen gestreichelt, damit sie ein bisschen runterkommt und keine Panik bekommt. Ich dachte erst, vielleicht wird es nicht gut laufen, aber Gott sei Dank ist es gut gelaufen. Die Babys haben getrunken, die Mama hat auch den Bauch dann von den Babys geleckt, um die Babys dann, damit die Babys dann den Darm anfangen zu arbeiten. Das machen die Mütter so, die lecken dann den Bauch ab, dann fängt der Darm an zu arbeiten und das Essen und das wird das besser verdaut. Ja, so. Und jetzt macht sie das auch gerade, sie macht die Babys sauber, dabei trinken die Babys auch. Also das lief sehr gut und die Mama hatte gar keine Probleme damit, dass ich auch dabei bin. Sie könnte mich auch beißen, hat sie aber nicht, oder kratzen. Sie war ganz ruhig und hat das mitgemacht. Bin ich auch echt stolz, dass die Milky so eine gute Häsin ist. Sie hatte gar keine Probleme damit. Die anderen habe ich jetzt halt natürlich nicht stillen lassen, weil die waren alle super. Die hatten einen dicken Bauch. Die waren auch okay, aber nicht so gut wie die anderen natürlich. Ja. Meine Lieben, hier beende ich das heutige Video und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und bis dahin, danke fürs Zuschauen, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal, eure Kaninchenbande. Viel Spaß bei diesen Endclips, die sind nämlich ganz süß geworden. Aber ich schalte mich jetzt erstmal aus. Tschüssi, ihr Lieben.